Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Ether One. Auf der Suche nach den Erinnerungsstücken der Patienten. Und das ist alles so riesig komplex. 3 years. I've placed 3 whole years of my life into this research. I have sacrificed so much. Patients with these specific symptoms of dementia and at this stage don't come along often. And to be told that after 3 years of hard work and waiting that I have only 9 days to yield the results that they want. Who the hell do they think they are? It's not my fault. I can only work with the restorers I'm given. Was war das denn für ein Geräusch? Oh nein, so viele Kombinationen. Muss ich wahrscheinlich alle knacken. Ach du Schande. Ach du Schande, so viele Anweisungen. Die muss ich wahrscheinlich alle befolgen. Warte mal. 1966. Eins, neun, zwei, fünf, zwei. Nee, hat auch nicht geholfen, oder? Nee. Verdammt. I've worked with some very good restorers. Yet, none of them had the heart or the mind to get as far as you. I hope that you succeed where the others have failed. Our chances of continued funding rely on this. You won't let me down now, will you? Keine Sorge, ich werde dich schon enttäuschen, irgendwie. It's locked. Ach nein, wirklich? Au. Ich renne eigentlich nur wahllos hier herum. Aber ich muss ja irgendwie... Ah. Weiterkommen. Was haben wir hier unten? Hier gibt es so viel zu entdecken. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich so. Das habe ich schon, glaube ich, verlaufen, ey. Und ich muss auch mal die Mine wieder unter Kontrolle kriegen. Damit das ja alles funktioniert. Da komme ich immer nicht ran, oder? Komm schon. Nee. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden, damit ich weiß, wohin ich laufen kann und wohin nicht. Ach, so Schande. Moment. Hier lang. Da war ich schon, glaube ich, oder? Ja, hier war ich. Hier war ich schon. This doesn't seem like the right way. Das ist ein gigantisches Labyrinth. Du weißt nicht, wohin du läufst, aber du musst versuchen, alles richtig zu machen.
Ich laufe eigentlich nur wie ein aufgescheuchtes Hühnchen herum und weiß noch nicht mal, wo mein Ziel ist. Und warum versteckt sich so etwas in den... Was war das? Boah, ich hatte Panik, ey. Warum versteckt sich sowas in den Erinnerungen eines Patienten mit einer Mine? Are you sure he was red? It just doesn't make sense. Ich laufe das mal komplett herum. Ach, warte, mein Quatsch, da lang muss ich. Ich erinnere mich daran, eines sonnigen Nachmittags nach der Schule nach Hause gekommen zu sein und auf dem Wohnzimmertisch ein seltsam geformtes Paket vorgefunden zu haben. Mein Vater hatte kürzlich aufgehört, in der Mine zu arbeiten und meine Mutter hatte mich unglücklicherweise verlassen aus Gründen, die ich nie ganz begriffen habe. Ich denke, er wollte mich wissen lassen, dass er mich trotz der Umstände immer noch liebt. Mein Vater kam lächelnd nach unten, seine Augen etwas verloren und bat mich, mich hinzusetzen. Er schob mir das Geschenk darüber und ich fing es an zu öffnen. Im Inneren war es eine Davis-Lampe. Gereinigt und befreit für den Gebrauch. Das war sein Vater aus der Zeit, in der er in Devlin gearbeitet hatte. Sie hat mir alles bedeutet, Thomas. Did I ever tell you about an old colleague who once worked on a series of classified experiments? It deprived subjects of sleep in an isolated room for 3 days, before instructing them to carry out a harmful act on another subject. Desperate for the sleep they were promised, they would instinctively carry out any command ordered by a lab coat, regardless of how immoral the action was. Funding was cut due to controversy, but still, don't you just think the human mind is fascinating? Ein Tag 7 von 10. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich nervös und schüchtern war, als ich in einigen Gruppen und Therapiesitzungen teilnahm. Ich bevorzuge es, mich auf das, was ich erreichen will, zu konzentrieren und spreche daher kaum mit anderen in der Gruppe. Bisher dachte ich, das wäre so, weil ich einfach anders bin. Aber heute kam ein neuer Patient namens Mark in die Gruppe. Er war etwa gleich im Alter wie ich, so um die 65, und man hatte Demenz bei ihm diagnostiziert. Er war Fotograf wie mein Sohn und verbrachte viel Zeit damit, von seiner Arbeit zu berichten. Ich mochte ihn sehr und es war schön, mit jemandem Kontakt aufzubauen, der eine so große Kunstleidenschaft hat wie ich. Da ist noch eine. Irgendwas verheimlicht mir diese komische Phyllis. Irgendwas verheimlicht sie mir. Und ich werde herausfinden, was. Words echoing around the polished wooden room. 16 years old. You know what that means. Ach du Schande. Hab ich mich gerade erschrocken. Was ist jetzt zerbrochen? Das ist eine Anweisung. Aber ich glaube, ich muss mich hier von vornherein durcharbeiten, um zu sehen, was hier genau ich machen muss. Ich gehe mal kurz zurück. Noch zwei Erinnerungsfetzen fehlen mir. Noch zwei Stück.
Da ist eins. Not many people know about observation. Simply put, I get my orders from them. I'm the one who works at the front line with the restorers, whilst they remain behind closed doors. How can they possibly know the complexities and difficulties we face on a daily basis? Heute wird das überraschen. Jetzt brauche ich nur noch einen Erinnerungsfetzen. Und wieder geht's in eine Mine rein. Wir könnten da wieder reingehen, aber das bringt mir nichts. Ich brauche noch ein Stück des Erinnerungsfetzens. Bin ich wirklich alle Wege schon gelaufen? Ich muss noch mal kurz zu dieser einen... wie heißt das jetzt? Zu dieser einen Schleife hin. Damit ich den Ort genau angucken kann, damit ich weiß, wo ist die letzte Schleife. Da. Aha. Vielleicht dahinter. It's so creepy. Aha, da ist sie. Being on the outside, it's hard not knowing what we're going to encounter next within the mind. If I'm honest, it puts me on edge. Yet, if you do succeed, you'll have played a part in changing history forever. If I'm being truthful, I don't know how this process will affect you. Let's both plan for the worst and hope for the best. Okay. From my readings, that seems to be all of the ribbons from this area. Before you head back to the case, though, my readings! Yes, it is! The artifact! Oh, can you feel the power surge through you? This artifact allows us to link with our patient directly. It allows your powers to grow. Quick, try and restore something. Usually there's a clear indicator, an object or an image of something. Maybe a seal signifying the broken element of the memory. Okay. Das heißt, müssen wir auf die andere Seite wiederkommen. Ah. Okay. Ja. Oh Gott. Aus dieser Anleitung wäre ich doch niemals schlau. Aber es ist schön, dass unser Protagonist auch in der Hand hat. Hier nicht. Moment. Oh Gott, wohin laufe ich eigentlich? Das ist ein Irrgarten hier, ey. Auch falsch. Ich muss jetzt irgendwie wieder versuchen rauszukommen.
Ah. Da lang. So, wo konnte man das jetzt machen? Ich glaube da, ne? Nope. War das jetzt? Da. War ich doch richtig. They're asking if they're all still. Oh, sind wir in einer Art Club gelandet? Okay. Wo auch wir mal gelandet sind. You know, I just... I hope this is the right decision. That's all. You know exactly why this is the right decision, Jim. I know. I just... But we've discussed this. The cost of treatment and care. It's just... It's too expensive. You can stay here with me. You can get help here. We'll miss you. Don't ever doubt that. I... Hey. Well, look at that. Excellent work, Restorer. Now that you have the artifact, return to the case and let's explore this second core memory. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge erstmal. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.